Hi, noch mal ein kurzes Video zur Bremse, am rein mechanischen Scheibenbremse am Fido, M1 Pro in diesem Fall. Ich hatte ja neulich gesagt, dass das passieren kann, dass das unter vollem Bremsdruck bei mir mit einmal übergesprungen ist und dass der Bremsdruck weg ist. Dazu noch mal zwei Anmerkungen. Wenn das passiert, dann keine Panik, sondern einfach Hebel loslassen, erneut bremsen, dann hat das wieder neu Grip und dann einfach versuchen, nicht ganz an den Punkt zu bremsen, von der maximalen Verzögerung her, dass das wieder überspringt. Bis zu dem Punkt, wo das passiert ist, bis kurz davor funktioniert es dann halt wieder. Ne? Die Bremse ist dann erstmal wieder einsatzfähig, nur nicht bis zur äußersten Kraft. Sicher gehen sollte man, wenn man einen guten Bremsdruck anlegen hat, dass hier mindestens noch ein Fingerbreit Platz ist. Wenn ihr weiter hochkommt mit dem Hebel, dann kommt er langsam in den Bereich noch mal, sag ich mal, ein paar Millimeter mehr. Die Hälfte davon würde gerade noch gehen und danach passiert das dann. Und insofern ist es am besten, habe ich jetzt hier auch noch mal gemacht, alles lösen, also die Befestigungsschrauben lösen. Den hinteren Kolben habe ich so weit reingedreht, dass er leicht hinter der Bündigkeit nach innen rein steht, sodass dass der innere Bremskolben, ein bisschen Bremsbelag, ein bisschen weiter rausguckt. Hier dieses dann lösen, den Seilzug lösen, dass der Hebel wieder ganz runter kann. Dann praktisch, nachdem man das so eingestellt hat, dass ihr die Freigängigkeit habt, also dass es sichergestellt ist, dass nicht ständig Druck anliegt, dann jedenfalls wieder festziehen, Bremse betätigen, unter Druck alles anziehen, weil es dann zentriert ist. Und dann eben gucken, dass man bei bekräftigen Bremsen hier noch einen Finger zwischen Platz hat. Dann ist alles gut. Dann passiert das noch nicht mit dem Überspringen. Ne? Das passiert erst dann, wenn der Hebel ziemlich gegen Ende kommt. Ja, und wie gesagt, wenn das auch überspringt, wenn es wirklich mal passiert, loslassen, wieder bremsen, nur eben nicht ganz so hart, dann passiert das Überspringen noch nicht. Ich selber habe mir eben gerade bei AliExpress semi-hydraulischen Bremssattel bestellt, der auch über Seilzug geht, aber der Rest ist dann hydraulisch. Das hat den Vorteil, dass auch der innere Kolben über einen hydraulischen Kolben betätigt wird. In diesem Fall ist ja der eine fix und der andere drückt nur gegen. Und ja, ist spottbillig, kostet irgendwie 16 Euro inklusive Versand, dauert halt 2-3 Wochen wahrscheinlich. Ich habe mir nur einen für vorne bestellt, hinten bremse ich praktisch gar nicht, da ist es mir eigentlich wurscht, da brauche ich eigentlich gar keine Bremse. Ich bin einer, der nur vorne bremst, wie beim Motorrad auch, bremse ich hinten auch nicht. Jedenfalls will ich sagen, ich habe mir einen in Rot für vorne bestellt, oh, mein Mäher fängt an. Und dann will ich mal gucken, wenn der da ist, zeige ich die Montage, das passt halt hier direkt dran. Seilzug kann man alles weiter verwenden und dann geht das Ganze aber über Hydraulik und betätigt beide Bremskolben. Gut, aber das ist noch ein bisschen hin, bis ich das dann filmen werde. Nur noch mal ein paar Infos jetzt zu diesem Problem. Bis dann erst. Der Dirk war's. Und da irgendwo, wo ist er? Da hinten. Da ist mein braver Mäher und Met. Gerade angefangen. Bye bye. Bye bye.